Es war einer der bewegendsten Momente an diesem Tag. Rosemarie und Susanne von Bülow kamen zur Gedenkfeier nach Brandenburg an der Havel. Zusammen mit der Ehefrau und der Tochter des großen deutschen Humoristen nahmen hunderte Brandenburger Abschied von Loriot. Abschied vom Ehemann und Vater, aber auch ein Abschied von einem berühmten Sohn der Stadt. Loriot hat viel für die Stadt getan. Die Vico von Bülow Stiftung zum Beispiel unterstützte seit ihrer Gründung im Jahr 1993 fast 90 Stipendiaten. Musikschüler, die am Samstag auf ihre Weise Danke sagten. Mit dem Ort selbst war und ist der Künstler auch eng verbunden. Jahrelang setzte sich Vico von Bülow auch für die Sanierung der Nordkapelle in der Gotthardkirche ein. Der Ort, an dem Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow 1923 getauft wurde. Umso emotionaler waren die bewegenden Bilder seiner Rückkehr. 2009 besuchte Loriot ein letztes Mal seine Geburtsstadt, kehrte an den Ort seiner Taufe vor 85 Jahren zurück, der dank der Unterstützung der Brandenburger frisch restauriert in neuem Glanz erstrahlte. Ein unbeschreiblicher Moment in seinem Leben. Was für ein Augenblick. Ein Augenblick, für den mir Worte fehlen, um zu beschreiben, was ich jetzt empfinde. So bleibt nur der Versuch, von einem Wunder zu berichten, vom Aufleben der Taufkapelle des St. Gotthard, die nun schon ein halbes Jahrtausend unserer Gemeinde dient und weiterhin dienen wird. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und Sie, die Bürger dieser Stadt, haben das himmlische Kabinett vor dem Verfall bewahrt und mir anlässlich meines 85. Geburtstages symbolisch zum Geschenk gemacht. Ob Sie es glauben oder nicht, dies ist ein Höhepunkt in meinem Leben. Bereits damals verfolgten hunderte Brandenburger die Worte des großen Künstlers. Am Samstag nun nahmen viele von ihnen Abschied von Loriot. An das erinnern, was er später für seine Geburtsstadt geleistet hat. Ein Abschied, der den Verlust für die Familie nicht einfacher machen wird, aber eine Kondolenz für einen Menschen, der mit seinem Lebenswerk sein Publikum über Generationen hinweg begeistert hat. Mit welchen Gefühlen und Gedanken sind Sie heute nach Brandenburg gekommen? Mit sehr betrübten und sehr sentimentalen und traurigen Gedanken. Natürlich. Aber er ist ja alt gewesen und das hat ja alles so seine Ordnung, wenn man so überlegt. Und ist friedlich, wirklich friedlich in der Familie gestorben. Loriot hat auch sehr viel Gutes und Positives hinterlassen in seine Kunst, seine Filme, seinen Humor. Wie gehen Sie mit den Erinnerungen jetzt um? Bewahrend. Ja, also. Wir behalten die so im Herzen. Ja. Es waren berührende anderthalb Stunden für einen der größten deutschen Humoristen. Emotionen, die angesichts des niederprasselnden Blitzlichtgewitters vom Samstag sicherlich auch noch lange nachhallen werden.